Der oberste Gerichtshof der USA hat das von Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern gebilligt. Ein Urteil in letzter Instanz mit 5-4 Richterstimmen knapp gefällt. Damit werden Entscheidungen niedrigerer Gerichtsinstanzen gekippt, die Trumps Erlass auf Eis gelegt hatten. Das jüngste, stark abgeschwächte Einreiseverbot trifft überwiegend Menschen aus mehreren islamischen Ländern und einige aus Nordkorea und Venezuela. Trump reagierte auf den Spruch spontan mit einem begeisterten Wow auf Twitter. In dem nun vom Supreme Court entschiedenen Fall standen sich auf der einen Seite Trumps Regierung und auf der anderen der US-Bundesstaat Hawaii und weitere Kläger gegenüber. Die Gegner bezweifelten die Verfassungsmäßigkeit von Trumps Maßnahme und warfen ihm vor, seine Kompetenzen überschritten zu haben. Die Regierung Trump bemüht sich mit einem Bündel von Maßnahmen darum, die Einwanderung in die USA massiv zu erschweren und das Land mehr und mehr abzuschotten. Donald Trumps Großvater Friedrich Trump war im späten 19. Jahrhundert aus der Pfalz in die USA ausgewandert, ohne Genehmigung.